Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Ihr habt ja wie immer im Titel schon gelesen, wir machen Baguettes. Relativ einfach. Das Ding ist aber, ich habe die in der Vergangenheit, also weißt du, so als junger Kerl ganz gerne mal gegessen. Ihr kennt ja diese Bistro-Baguette-Teile, gell? So, und die gibt es ja auch in günstig, da schmecken die nicht so geil. Dann gibt es die vom Markenhersteller, da finde ich die eigentlich ganz gut. Und ich habe irgendwann mal eine Möglichkeit entdeckt, das so selber nachzubauen in noch geiler. Und das zeige ich euch heute. Grundvoraussetzung dafür sind diese Baguette-Brötchen hier. Das sind diese, ja, diese ganz einfachen, günstigen Aufbackbrötchen. Ja, die nehmen wir heute mal her dafür. Und die liegen hier auf dem geilen Backblech von Hoffmann. Diese Backbleche sind genauso wie die Pfannen auch beschichtet und so weiter. Das ist echt eine geile Sache. Solltet ihr auf jeden Fall mal reinziehen. Falls ihr Bock habt, euch das auch mal anzuschauen. Dasselbe wie Messer. Ihr wisst ja, unser Rabattcode hier. Da ist das Teil und der Link ist unten in der Videobeschreibung. Ne? Wisst ihr Bescheid, seid ihr gut ausgestattet. So, wir fangen mal an. Ich habe hier diesen Schmelzkäse. Kennt ihr das Zeug? Da habe ich jetzt Gouda. Ja? Und das Zeug rühren wir uns jetzt erstmal hier so ein bisschen zusammen mit ein bisschen Schmand. Und zwar gibt es nachher eine gute Mischung und Basis. Diesen käsigen, fluffigen Geschmack, der da oben drauf ist, den kriegst du damit ganz gut hin. Das kann man sich auch selber kochen hier, aber ich empfehle euch, hier auf das Produkt zurückzugreifen, weil wo fängst du an, wo hörst du auf? Weißt du, das ist ja, ja. Es gibt hier auch gute Rezepte dafür, so einen Schmelzkäse selbst zu machen, aber das ist relativ umfangreich. Deswegen greifen wir hier aufs Fertigprodukt zurück und das ist auch vollkommen okay für mich. Wir machen heute drei verschiedene Varianten. Wir machen einmal mit Champignons, das finde ich ganz geil, mit Champignons-Zwiebeln. Dann machen wir einmal so kleine Peperoni-Salamis, dazu machen wir noch ein bisschen Peperoni mit oben drauf. Und wir machen Schinken und rote Zwiebel. Ey, diese kleinen Schinkenwürfelchen, weißt du, die werden da oben drauf so ein... Oh, das ist schon gut. Ja? Ich habe Bock drauf. So, machen wir hier zwei Päckchen von den Jungs habe ich. Dann haben wir hier einen halben Becher Schmand erstmal. Gucken wir mal, wie weit wir kommen, wenn wir es runterrühren. Da machen wir da auch schon mal ein bisschen Salz rein. Grundsätzlich ist das ja schon ganz gut gewürzt. Pfeffer kommt da auch ein bisschen rein. Ein kleines bisschen. Ich nehme hier den groben Pfeffer, den sieht man zwar nachher, aber das schmeckt halt auch gut. Ne? So, und dann rühren wir das hier erstmal glatt. Und dann haben wir schon mal einen guten Anfang für unsere Topping-Basis da oben drauf. Du kriegst hier natürlich dieses Cremige über den Käse. Und dann haben wir diese Säure. Die kommt über den Schmand, ja, und das macht es natürlich sehr, sehr rich. Das ist nichts Leichtes und nichts für nebenbei. Aber es soll es ja auch nicht sein, das ist ja Comfort Food. Ne? So, wir machen den ganzen Becher hier rein. Fürs Rezept und fürs Protokoll. Ganzer Becher. Schmand ist mit am Start. So, du gehst hier hin. Zack. Guck mal, den Löffel lasse ich mal hier drin und rühre das einmal kurz im Schneebesen auf. Und dann ist es auch ruckzuck erledigt. So, das braucht auch gar nicht viel mehr, als es schon hat. Fertig. So. Jetzt machen wir, also du kannst beides machen. Ich habe hier so ein bisschen geriebenen Gouda noch. Den können wir hier mit reinschaffen oder wir machen es nachher so ein bisschen oben drüber. Ich glaube, wir machen ihn einfach oben drüber. Das gefällt mir auch gut. Ja? So, Soße ist fertig. Jetzt machen wir uns die Tomatensoße fertig, die wir brauchen. Auch relativ einfach. Das hier ist ein Döschen, einfach stückige Tomaten. Da könnt ihr auch passierte Tomaten nehmen oder was auch immer. Ich finde es gut, wenn man ein bisschen was zum Beißen hat. Und ich glaube, die Originale sind auch so mit Tomatenstückchen oben drauf. Ne? Da geht rein. Hier ein bisschen Knoblauchgranulat, weil... Schmeckt gut. Dann habe ich hier Zwiebelgranulat. Geht auch ein bisschen was mit rein. Schön getrocknete Kräuter. Ja. Dann machen wir Pfeffer wieder. Da darf gerne so ein bisschen was mehr rein. Es braucht ja Druck. Und ein bisschen was Salz. Soll ja noch was schmecken. Und dann habe ich hier natürlich mein Pizzagewürz angemischt. Da sind alle getrockneten Kräuter drin, die du so brauchst. Alles, was so ein bisschen in die mediterrane Richtung geht. Ne? Dann rühren wir uns das an. Dann hast du eigentlich schon so eine perfekte Pizzasauce. Viel anders wird das in der Pizzeria auch nicht gemacht. Sag ich euch, wie es ist. So. Gut, 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 gut. Das riecht schon hervorragend. Dann haben wir schon mal das erste fertig. So, Kinders. Was wir jetzt machen, wir bereiten uns alles andere vor. Und zwar halbieren wir erstmal die Baguette-Brötchen. Schön der Länge nach. Und dann bereiten wir uns die hier vor. Klassisch wäre es eigentlich nur unten zu nehmen, aber wir nehmen jetzt oben unten. Wir wollen ja nichts wegschmeißen. Und dann belegen wir uns die dann gleich, so wie wir sie brauchen und wie wir sie haben wollen. Ich mag diese Brötchen hier aus folgendem Grund. Du kannst sie immer da haben, weil die relativ lange ungekühlt haltbar sind. Und wenn du die aufbackst, sind die oftmals, ganz ehrlich, finde ich die manchmal noch besser, als wenn du so ein knatschiges Brötchen hast, was irgendwie schon, na, ihr wisst schon selbst, ihr kennt das Zeug ja auch, ihr kauft es. Sonst gäbe es das ja nicht. Wir machen weiter. Zwiebeln machen wir gleich. Wir machen erst die Champignons. Bei den Champignons ist es wichtig, dass ihr die so ein bisschen über den Hobel zieht, wenn ihr einen habt. Wenn nicht, müsst ihr halt versuchen, das so fein zu schneiden, wie es geht, weil das macht es am Ende aus. Ich war gerade in Rom, da wird auf den Pizzen auch die Champignons
so draufgelegt. Es gibt einen ganz tollen Geschmack, wenn die so fein gehobelt sind. Jo, das mache ich jetzt mal fix fertig. Pilze sind da. Jetzt machen wir mit Zwiebelchen weiter. Und zwar brauchen wir ein paar rote und ein paar weiße. Rote Zwiebeln, ich überlege mir gerade. Komm, wir machen ein paar Streifen. Ein paar ganz fein geschnittene Streifen. Könnte man auch über den Hobel ziehen, fällt mir gerade auf. Guck mal hier. Eigentlich auch geil, ne? So der Länge nach. Ah, perfekt. Dann hast du sie schön dünn. Hier auf Stufe 1. So kriegst du es mit dem Messer kaum hin, ne? Auch nicht als Profi, sag ich euch ehrlich. So ein kleiner Hobel ist schon was Geiles. Ja, jetzt haben wir hier schöne, feine Zwiebelchen. Das wird wahrscheinlich sogar schon reichen. Und dann machen wir uns für die anderen ein paar Würfel. Und zwar aus der weißen Zwiebel. Da will ich den Geschmack haben. Geil, oder? Wenn du dir so alles vorbereitest, kannst du die gleich... Also das ist ja auch nur eine Idee jetzt von mir, ne? Aber ihr könnt euch das ja so belegen, wie ihr wollt am Ende, ne? Ist ja vollkommen wurscht. Schöne, feine Zwiebelchen. Ah, das geht aber auch hier mit diesem Sandoku, ne? Es ist aber auch ein geiles Messer einfach. Das schneidet wie von selbst. Wir hatten es gerade wieder beim Schleifer. was heißt beim Schleifer? Wir haben es zurück bei Heiso gehabt, ne? Weil das Geile ist bei Heiso, du hast eine lebenslange Garantie. Quasi einen kostenlosen Nachschleifservice. Du schickst die einfach dahin, die schleifen sie und schicken sie wieder zurück. Sag mal ganz ehrlich, welcher Messerhersteller macht sowas denn? Das ist doch komplett irre, wenn du mich fragst. So, jetzt machen wir hier so ein paar Scheibchen. Feine Peperoni. Ja, und ganz ehrlich, schreibt mir mal in die Kommentare. Ich weiß ja, dass diese Dinger gegessen werden. Ne? Irgendwie angeblich kauft das ja immer keiner, so fertige Baguettes und sowas. Aber unterm Strich sind die im Regal immer zu finden und das schon seit 100 Jahren. Also muss es ja einen Markt geben dafür. Also ganz ehrlich, ich habe die früher relativ häufig gegessen. Ne? So, das ist, ja, kann man ganz anders sagen. So, Peperoni-Wurst. Da könnt ihr natürlich auch nehmen, was ihr wollt am Ende. Ne? Aber das sind da immer so kleine Scheibchen drauf beim Original. Deswegen habe ich mir die hier auch genommen. Schneiden wir uns ein kleines Scheibchen. Okay, Kinder, jetzt kommen wir hier. Jetzt haben wir alles vorbereitet. Jetzt gehen wir her und machen uns schon mal so ein bisschen Tomate drauf. So, komm mal hier. Und ja, da müsst ihr halt ein bisschen, man kann die auch hochnehmen. Und so schön ein bisschen bis zum Rand bestreichen. Nicht zu viel, nicht zu overcrowdy, sondern gerade so ein bisschen was drauf. So, und das mache ich jetzt mit allen. Da haben wir das schon drauf und jetzt gehen wir mal mit der Käsecreme ran. Jetzt auch die richtige Konsistenz. Nur mal so einen Esslöffel. Und dann gucken wir, dass wir hier drauf auch eine gute Menge von dem Zeug verteilen. So, und das machen wir jetzt auch wieder bei allen. Ne? Ah, das wird geil. Das ist so geil fluffig gleich. Das kommt so ein bisschen hoch und karamellisiert und ja, bombig. Schauen, dass wir bis zum Rand so ein bisschen was haben auch, dass es schön aussieht. Ja, ist ein bisschen Fleißarbeit, aber es lohnt sich. Und dann können wir auch schon anfangen, die zu belegen. Oh, hier diese Salami drauf. Geil, Alter. Ich freue mich da schon voll drauf. Es riecht schon, es riecht schon gut. Ja? So, dann machen wir hier so ein paar rote Peperonis. Top. Da haben wir so ein richtiges Diavolo, aber ein echtes halt, weißt du? Nicht so gefakten Kram da. Ja? So, dann haben wir Schinkenwürfel. Das haben wir jetzt in dem Fall hier rohen Schinken. Ihr könnt natürlich auch gekochten Schinken nehmen oder so. Oh, komm, machen wir drei von dem. Und dazu die rote Zwiebel. Schön ein bisschen ganz fein verteilen. Ja, da habe ich schon Riesenfreude dran. Ich weiß gar nicht warum. Es ist einfach so ein banales und einfaches Gericht, ne? Aber am Ende weißt du, es wird gut schmecken. So, das ist schon geil. So, jetzt machen wir hier da hinten erstmal so ein paar Zwiebelchen unten drunter. Von den weißen. Schön fein geschnitten. So, und dann geht da reichlich Champignon drauf. Und da könnt ihr tatsächlich viel drauflegen, ne? Weil je mehr, desto. Ist ja ganz klar. Und die fallen eigentlich auch ganz gut zusammen. Und dann haben wir die richtig geil, fett belegt, mit viel Pilz, das schmeckt bombastisch. Wenn diese Champis so dünn geschnitten sind, ey, das ist schon echt gut. Ja. So, perfekt. So, und jetzt normalerweise sind die ja dann so schon fertig, aber ich werde auf jeden Fall überall nochmal so ein kleines bisschen von der Soße drauf machen. Ganz kleines bisschen, dass wir oben auch so ein bisschen was haben, was ja gratinieren kann. Und vor allem schmeckt es auch gut, wenn genug Soße drauf ist. Und dann machen wir noch so ein ganz kleines bisschen geriebenen Käse oben drauf, dass wir so ein bisschen Kruste kriegen. Ne? Das ist ja auch auf jeden Fall geil. Wer ist gespannt, wie es aussieht? Ich auf jeden Fall. So, hier ein bisschen geriebenen. Hier auch ein bisschen geriebenen. So, und das machen wir jetzt wieder bei allen und dann geht's in den Ofen.
Leute, da sind die Dinger. Timmy, guck mal hier, Focus on point. Sieht geil aus, gell? Nicht so lupenrein wie das Industrieprodukt, aber yeah, geschmacklich. So, womit fangen wir an? Wir fangen hier vorne an. Nee, ich fange mit Pilz an. Wow. Sicher. Ah, das ist dieser Moment, wo du mir so den Mund verbrennst wieder. In der Zeit, wo ich hier runterpuste, könnt ihr doch eigentlich schon mal einen Kanal abonnieren hier unten. Das kostet nichts und schmeckt gut. Mindestens so geil wie diese Baguettes. Daumen nach oben, netten Kommentar schreiben, obligatorisch, ne? Boah. Der Geruch von diesen Pilzen, ja, der ist so... Ich sag euch gleich. Wenn ihr den Geschmack von diesen Fertigbaguettes mögt, dann haben wir ja ziemlich genau getroffen hier, sag ich euch ehrlich. Boah, geil. Zwiebelschinken. Oh, knusprig. Boah, geil. Und jetzt die Diavola. Boah, geil, Alter. So schön saftig. Guck mal hier. Das ist echt geil. Das ist alles drauf, was muss. Salami, Peperoni. Riecht bombig. Ha, heißt die Sau. Ja, geil. Leute, das war gut. Eins noch. Guck mal. Stückchen Küchenrolle. Falsch gemacht. Jungs, komm mal kurz hier rüber. Das Ding ist immer noch heiß. Aber guck mal erstmal, also das hier oben drauf, ne? Jetzt einfach mit einem feuchten Tuch drüber. Dann ist das Ding wieder sauber. Guck mal, so sah es eben aus. So sieht's aus. Geil, beschichtet, will ich nie wieder anders. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.